So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag und ja, das haben wir neu. Ein Blasrohr. Lol, wie der Name schon sagt. Damit können wir Pfeile verschießen. Entweder wir bringen jetzt Gegner zum Pennen oder was ich besser finde. Moment, ich markiere die mal. Ups, Entschuldigung, falsche Taste. Da. Hier oben ist ja, wie soll ich sagen, wir haben einmal hier zum Pennen und einmal hier zum Berserker-Fall. Das heißt, der wird ausrasten. Schöner Kopfschuss. Wach mit Schafffallen, Betäubung 8, mit Berserker 2. So, und jetzt wird er die bestimmt erschießen hier, die hier um. Genau. Alter Schwede, knallte die alle ab. Und wenn die Zeit reif ist, dann, ja, geht er selber drauf. Okay, das ist zu weit. Oh, wieder nicht getroffen. Zwei Schuss habe ich noch. Bleib doch mal stehen. Bleib stehen. Nein, der ist weg. Der ist auch zu weit. Kommt jetzt. So. Ich bin auch ein guter Sniper, also zähle ich und schieß jetzt. Ich habe nicht getroffen, hallo. Der bleibt stehen, der bleibt stehen. Jetzt aber. Genau, und ihr seht über seinen Schädel. Halt. Berserker. Genau, und wenn der Kreis gleich, das Weiße, über seinen Schädel gleich weg ist, dann kratzt er halt ab. So, der kann gut für uns kämpfen. Und wir gehen Leute befreien. So, ich sehe schon. Da gibt es auch ein paar. Dann nehmen wir aber Berserker. Ich hoffe, ist nicht weit. Scheiße, wir sind zu weit. Egal, wir gehen jetzt hier runter und befreien es mal. Ein paar unserer Leute. Jemand drin? Nein. Oh, korrekt, eine Kiste. Können wir mal gebrauchen. Und ich glaube hier hinten, ich gucke mal auf Karte, können wir auch direkt befreien. Und zwar hier die Affen. Da gehen wir mal hin. Und als Belohnung gibt schon mal eine Kiste. Das ist immer gut. Ihr wisst ja, wir sind anfangs noch Noobs. Und wir brauchen die Kohle. Komm, leg dich schlafen. Danke, Captain. Der greift ihn direkt mal an. Okay. Ich plündere den mal. Ups, jetzt hätte ich fast die Kiste vergessen. Aufmachen bitte. Thank you very much. Kurz gucken. Ah, hier oben. So, die können wir auch. So, da sind jetzt drei Gegner. Ihr seht selbst. Vier sogar. Sorry. Das heißt, der soll auch mal ruhig ausrasten hier. Knallt er nämlich seine drei Leute da ab. So, und das Schauspiel aus. Hier jetzt, was das macht, gucken wir mal. Richtig geil. So, da kann der Runde pennen. Abdank, aber keine Vergebung. Wie keine Vergebung? Er soll weiter schlafen, deswegen hat er von mir einen dicken Tritt bekommen. Ich geh mal hier hoch. Was ist das Zeichen denn hier? Komm, kletter mal.
Okay. Irgendwie, vielleicht ist es im Boden. Ups, das ist ja einer. Erstmal schlafen gelegt und danach ist mein gegeben. Genau. Das ist wunderschön. Hallo, was machst du? Bist du besoffen? So, hoch hier, hoch hier. Tap und tap und hopp. Öpp. Hallo? Hoch jetzt. Okay, das sind von uns die. Die Leute. Der Ausblick ist wie immer prima. Jetzt können wir definitiv viel mehr sehen. Okay, das ist auch platt. Ich gehe aber zurück, weil hinter uns. Habe ich mir kurz das Bein gebrochen, macht aber nichts. Hier rechts sind ja auch noch welche. Ah, hier ist es schon. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. Ja, ja. Was ist das denn hier jetzt eigentlich mit dieser Sonne oder was das ist hier? Ich habe keine Ahnung, echt. Ist auch egal, wir gehen mal weiter. Okay, ich bin schön auf die Leiche gelandet und jetzt in Wasser. Also das ist ja... Naja. Kein Kommentar ein bisschen. Auf die Leiche weich gelandet will ich jetzt nicht sagen. So, dann links sind da noch welche, da sind noch welche Affen. So, der hat uns leider entdeckt, aber er ist platt. Hol sie die Pest, diese Sklaventreiber. So, wir gehen nach oben. Nicht da lang, sondern hier lang. Weil... Wie, das schaffst du nicht, Jung. Echt? So, hier ist ein Spider-Man. Ah, geht doch. Ja, bevor er aber einschläft, kriegt es mein. So, die Kiste, die ist hier rechts hier lang. Jo, was gibt's hier Schönes? Kohle immer gut. So, soll ich jetzt hier hoch? Soll ich nicht hier hoch? Was gibt's denn da oben? So Schönes. Ja, eigentlich gar nichts. Springen wir mal ins Wasser wieder. Weich gelandet ins Wasser, sehr gut. So, beide gehen schön schlafen. So, kann ich die jetzt befreien oder nicht? Jetzt wurden wir schon wieder entdeckt. So, ich muss jetzt mal hoch. Wo ist er denn? Jetzt geht der Affe erstmal schlafen.
So, wo war denn der Klon, der auf uns so geballert hat? Ah, hier oben bestimmt. Ups, doch nicht. Weiter weg. Scheiße. Den müssen wir gleich definitiv platt machen. Ja, ja, komm her. Ich hab was für dich. Das nenne ich doch mal starke Bauchschmerzen, Junge. Ja, ja, alles gut. Gute Nacht. Habe ich einen übersehen? Ach, das ist doch der Affe. Ich dachte, den hätten wir gehäutet, also platt gemacht, egal. So, die sind schön markiert für uns. Kurz auf Karte gucken. Genau hier rechts dann entlang. Alter, hier sind doch viele. Ja, dann machen wir erstmal die hier frei. Danke ich dir später, wenn du es schaffst zu überleben. Ja, warum sollten wir denn nicht überleben, mein Freund? So, dann sind hier oben definitiv auch noch welche. Ja, ja, hier. Put, put, put. Scheiße. Hä, wer hat uns denn gesehen? Hallo? Müssen wir, glaube ich, andersherum. Zwar hier hoch, wenn es geht. Und das mal hier klettern. Und uns nicht erwischen lassen. Mist. Was für ein Schlamassel, hm? Ja, Mann. Ey, lass mir was. Aha, ich habe 5 Euro gefunden. Was hast du gefunden? So, was hat der so Schönes? Oh oh. Gar nicht gut. Ja, den müssen wir am besten platt machen. Was tun wir am besten jetzt? Wo ist er hin? Hallo? Wo ist er hin? Ist er abgehauen? Selbstmord gemacht? Hallo? Was ist denn hier los? Ich denke, der hat Selbstmord gemacht. Krasse Scheiße. So, da wird's ein bisschen riskanter. Ah, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Genau, ich wollte nämlich auf den Baum hier. Schon wieder zu weit.
und der Holländer, der mit uns kam. Was für ein Sauertopf das ist. Der Sklavenhändler Prinz. Ich hörte, er hat einen Kaperbrief von Governor Hamilton. Und ist es Güte, die dich antreibt? Oder Schuld? Nein. Was ist jetzt los? Hallo? Speichern? Okay. Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Lawrenz Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn. Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen. Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway, ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich halt. Ihr seid grob und arrogant. Stolziert herum in einer Uniform, die ihr nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havana frei, jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Junge, wir haben euch gerettet. Schade, Mann. Wünscht es, wenn nicht so. Das kann Baby Chong. Das fand ich ein bisschen komisch. Gerade den Gefecht und vom Speichert und ja, Videos. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande. Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Hi. Ich zeig's dir. Okay, was ist jetzt los? Ja. Assassin-Auftrag Mittel. Jetzt. Was sind wir denn jetzt hier überhaupt? Ja, machen wir mal Mittel oder soll ich hier noch einen wählen? Ne, geht immer nur eins, okay. Schwenken. Okay. Schwer. So, das wird doch besser, oder? Geben Sie ein Feedback. Ich fand's gut. Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Wie immer. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. So einfach ist das. Okay. Nun folge mir. Es gibt noch ein letztes Geheimnis. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part.